Liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, auch heute am Freitag, dem 9. Dezember, melde ich mich bei Ihnen. Es liegt ja vergangenes Wochenende, ein ganz tolles erstes Weihnachtsmarktwochenende hier auf unserem Wohnsiedler Marktplatz hinter uns. Ich freue mich, dass so viele glückliche und zufriedene Besucher da waren. Und ich möchte auch ganz herzlich einladen, auch dieses Wochenende nochmal auf den Marktplatz zu kommen. Freitag, also heute bis Sonntag, ist nochmal geöffnet. Und ich möchte Sie herzlich einladen, auf dem Marktplatz bei herrlicher Weihnachtsatmosphäre ein paar schöne Stunden zu verbringen. Die Woche waren einige Sitzungen, zum Teil auf Kreisebene, zum Teil auf Stadtebene. Und da gab es am Montag die Sitzung des Kreisausschusses, unseres Kreistags, an der ich teilgenommen habe. Am Dienstag die Hauptausschusssitzung unseres Stadtrates. Und da haben wir uns mit mehreren wichtigen Themen beschäftigt. Zum einen haben wir uns einen Überblick verschafft über die aktuellen Verkaufszahlen unserer Luisenburg-Festspiele. Und können davon melden, dass Stand heute bereits 36.000 Karten verkauft wurden für die Festspiele im kommenden Jahr. Am besten verkauft sich da das Kinder- und Familienstück Die Schöne und das Biest als Sprechtheater. Der Brandner Kasper steht an zweiter Stelle und Sister Act an dritter Stelle. Also hier lohnt sich wirklich, sich jetzt auch Karten zu sichern. Dann haben wir uns im Hauptausschuss beschäftigt mit dem Beitritt der Stadt Wunsiedel zum Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement. Das ist eine Initiative, die über den ganzen Landkreis, über alle Gemeindegrenzen hinweg passieren soll, wo wir gemeinsam unsere Flächenpotenziale, gerade auch für Ausgleichsflächen und Ökopunkte, gemeinsam auch über den eigenen Kirchturm hinaus miteinander steuern wollen. Das ist ein ganz wichtiges und tolles Projekt und der Hauptausschuss hat deswegen auch einstimmig sich dafür ausgesprochen, dass die Stadt Wunsiedel hier beitritt. Und wir werden das dann nächste Woche im Stadtrat entsprechend final dann auch besprechen. Und dann haben wir auch im Hauptausschuss uns einstimmig noch dafür ausgesprochen, auch über den 31.12. hinaus im Stadtrat und in den Ausschüssen auch digital, also hybrid zu tagen. Ich finde das wirklich auch eine gute Entscheidung, denn so können wir es auch ermöglichen, dass wir zum Beispiel, wenn man erkrankt ist oder auch wenn man einen Erziehungsauftrag zu Hause hat oder entsprechend Familienangehörigen pflegen muss, entsprechend trotzdem auch an der Gremienarbeit nicht gehindert ist. Das ist also auch ein Zeichen der Familienfreundlichkeit weit über Corona hinaus. Dann hat die Sitzung des Wohnimmobilien-Kommunalunternehmens, des Verwaltungsrats am Mittwoch stattgefunden und es ist ganz erfreulich, dass das Unternehmen sich also jetzt nach dieser schweren Krise 2020 wirklich gut stabilisiert hat. Wir haben den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr beschlossen und wir können jetzt auch schon vorhersehen, dass wir eben nach der Stabilisierung des Unternehmens dann auch in der Zukunft wieder, wenn dann auch die Baukonjunktur da wieder attraktiver ist, entsprechend auch wieder neuen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum auch für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt schaffen können. Also da bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir das Unternehmen hier auch in gutes Fahrwasser steuern konnten. Am Donnerstag, gestern Abend dann noch die Sitzung unseres Bauausschusses. Da freue ich mich insbesondere über zwei Gewerbebauprojekte, die wir hier entsprechend auch mit dem gemeindlichen Einvernehmen baurechtlicherseits begleiten konnten. Und außerdem gestern stattgefunden hat die Wahl der neuen Jugendvertretung, die alte in Anführungszeichen Jugendvertretung. Da endet die Amtszeit zum Ende des Jahres und die neue Vertretung wurde jetzt gestern gewählt. Ich freue mich da auf 7 hochmotivierte und wirklich, glaube ich, sehr engagierte und tatkräftige junge Menschen, Jugendliche, Kinder aus Wunsiedel, die richtig Lust haben, gemeinsam mit uns zusammen einiges für die Stadt und für die Jugend zu bewegen. Und wir werden dann nächste Woche auch im Stadtrat diese neu gewählten offiziell bestätigen und dann kann die gemeinsame Arbeit im Januar losgehen. Möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei der aktuell noch im Amt befindlichen, Anführungszeichen, alten Jugendvertretung bedanken. Wir haben auch diese Woche noch einen Tipp, nämlich den Podcast Hergehört der kommunalen Jugendarbeit des Landratsamts Wunsiedel. Und dort hat die Jugendvertretung, die jetzt gerade noch amtiert, auch noch in einem tollen Podcast ganz engagiert auch nochmal berichtet und im Gespräch mit der kommunalen Jugendarbeit entsprechend sich ausgetauscht. Und da freue ich mich, wenn da viele sich das anhören. Ist wirklich hörenswert. Einfach mal reinhören. Ja, dieses Wochenende steht für mich ganz im Zeichen der Städtepartnerschaften. Wir haben aktuell in Wunsiedel Besuch aus Mende, aus unserer französischen Partnerstadt und aus Volterra, aus unserer toskanischen, italienischen Partnerstadt. Und ich freue mich, dass uns unsere Freunde hier zum Weihnachtsmarkt auch in Wunsiedel besuchen
Und morgen dann werde ich auch in unsere sächsische Partnerstadt Schwarzenberg im Erzgebirge reisen, um dort auch hier die Städtepartnerschaft zu pflegen, am traditionellen Bergaufzug teilzunehmen. Also ein Wochenende ganz im Sinne der Freundschaftspflege. Und das ist ja auch ganz wichtig, gerade in diesen Zeiten für Europa. Ein Fernsehtipp noch fürs Wochenende. Wer am Mittwochabend nicht plus minus in der ARD schauen konnte, kann das in der Mediathek von ARD entsprechend nachholen. Hier war wirklich ein ganz toller und ausführlicher Bericht über Wunsiedel, über den Wunsiedler Weg und auch über die Menschen in Wunsiedel zu sehen. Lohnt sich wirklich, das auch noch nachzuschauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns am Weihnachtsmarkt hier auf unserem schönen Wunsiedler Marktplatz. Alles Gute und bis nächste Woche.